krieg ich wieder auf die Fresse, weil Chile ist doch deutlich besser. Wirklich? Ja, die haben 4,5 Sterne, glaube ich, oder so. Ey. Australien 3,5. Ist wieder ein Abwehrbollwerk wahrscheinlich. Ja, Vargas. Kennen wir doch alle. Direkt das 1:0 durch Sanchez der dritten Spielminute. Top Flanke. Und ja, der kleine Chile-Mann da, der gewinnt gegen die ganze australische Abwehr, gegen die ganzen Rugby-Vereine das Kopfballduell. Was ist da los? Oh Mann. Die Flanke war gut, ob er an den Kopfball jetzt kommt, das ist dann halt fraglich. Die anderen sind ja nicht gesprungen. Na, das Geheimnis des Kopfballs. Schöner Versuch. Vargas. Alter, renn den doch vom Ball, was ist denn? Das ist doch... Oh, was ist das für ein Hühnchenfußball, was die da spielen? Das gibt's doch nicht, wie kommen so... Brauchen wir uns auch nicht an, das war so ein... Krempa-Tor, wie man das hier bei uns im Saarland so schön sagt. Oh! Also WM fängt sehr gut an. Ah gut, es sind ja noch etwas. Ein paar Spiele. Ja. Leider. Leider macht er schon. Oh. Freistoß hier aus einer gefährlichen Position. Bin ich mal auf die Taktik hier, sonst spooky gespannt. Oh. Boah. Aber. Oh ne. Nee. Präzise Flanke, sag mal, bist du Blitzer-Fan? Den gibt er jetzt nicht mehr her, er hält ihn fest, er hat den Ball. Was war... Alter. Neuer oder was im Tor? Ja. Ich glaube, wenn man Heimmannschaft spielt, die haben Vorteile, die sind motivierter. Wirklich? Und immer schneller sind. Ich weiß auch nicht, die sind immer schneller irgendwie, egal welche Mannschaft man spielt. Und kaum vom Ball zu trennen. Das werden wir ja mal dann der nächsten Gruppe auf den Grund gehen, indem wir dann die Heimmannschaft auf jeden Fall. Weil irgendwie... Das gibt's doch gar nicht. Oh, oh mein Alter Schwede, Gott, was machen die? Warum passen die den Ball nicht raus? Ja, oder schießen die jetzt raus? Situation.
drei Einwürfe. Alter. Guck, da das an. Oh! Alexis, du alter Alexis. Ja, der alter war echt knapp. Schwede, der war krass. Keine Sau, keine Sau. Na gut, Australien ist ja schon sowieso nicht mal so stark. Nee, das stimmt. Ich glaube echt, da hast du Chiles definitiv, also um Längen besser. Vor allem der Abwehr. Merkt man da krasse Defizite. Was hat denn der gemacht? Ich weiß nicht, manch, ey, die machen da eine. Mein Gott, werf doch ein, Junge. Der hat da hinten eine Kampfrolle gelegt. Oh, leck. Boah, da hätte er auch keinen Direktabpfeift. Ja, aber wirklich. Diese Scheiße. Das ist, dass ich den anderen hinten noch überschlagen und machen und. Oh je, oh je. Na gut, dass er an den Kopfball gekommen ist, war jetzt echt seltsam, aber es war ein schönes Tor. Auf jeden Fall. Ich hab's jetzt gesehen, da sprang ein Flo an zwei Hochhäusern vorbei. Ah, das ist halt, wenn die Hochhäuser nicht springen, ne? Ja! Ah, verdammt. Och Gott! Steht der wieder im Abseits? Och, ey. Oh ja! Aber wahrscheinlich nur mit dem Stollen, oder was? Adlerauge. Was war's? Kommt der angeschossen, Alter. Ja. War eigentlich doch eine gute Chance, oder? Ja, ja. Kann man, glaube ich, mehr draus machen, oder? Ja, ich glaube, ich bin auf den Looper-Knopf noch mitgekommen beim Sprint. Ja, das, ja, gut, das kann sein. Das, ja, manchmal geht das einfach auch so schnell, muss man hellwach sein. Ein Jochbein brennt. Oh, was? Oh mein Gott, Jesus Christ, what the fucking show, was für eine Flanke, ey. Da war das. Selten gesehen. Ja, das selten, das wirst du auch wahrscheinlich in deinem Leben nie wieder sehen, mein. Der F-Jugend, glaube ich, habe ich sowas gesehen, ja. Mit einem gebrochenen Bein. Allein da haben sie so großen Platz noch nicht. Schon wieder. Ah, ja. Ja, aber ich verstehe dann in dem Spiel manchmal echt die KI nicht, wo die rumgeiert. Ja, ja. Oh. Sehr viele Australier dort gewesen. Ein Freistoß, eine Entscheidung über die Weichweg. Habe ich jetzt irgendwie ein bisschen anders wahrgenommen. Oh. Mann, hier sind in meiner Hälfte mehr Rote als... Ich weiß gar nicht, wo die ganzen Australier sind. Die sind weder vorne noch hinten. Oh, da war aber ein bisschen Ping-Pong da gespielt mit deiner Abwehr. Ja. Hey! Ja, das pfeift er dann nicht. Ja, Wrestling-Einsatz, Hulk Hogan oder was? Da habe ich Schuss angetäuscht, hast du gesehen noch, oder? Ja. Ich komme gar nicht mehr klar mit den Australiern in der Abwehr gerade.
Na gut, die haben auch eine miserable Abwehr. Da ist auch gar keiner, der nachdrückt bei so einem. Musst du echt von hinten aufbauen, komplett mit denen, dass du überhaupt mal ein paar Leute vorne hast. Nicht mal einen leichten Pass an den Mann. Ja, jetzt ist keiner auf der Außenbahn, der sich dort freistellt. Das kann doch nicht sein. Was ist mit denen los? Oh Gott. Das dauert alles zu lange. Sorry. Ja, kam ich ein bisschen spät. Ich faul ja normal. Sieht man ja, wir faulen eigentlich gar nicht. Jetzt außer so B-Fouls jetzt. Alter! Der steht mir doch auf den Achsen. In das zweite Gruppenspiel 2:0 für Spieler. Ja, die zweite Halbzeit war aber ein bisschen ausgeglichener, finde ich jetzt. Also, ich hatte zwar meine Chancen, so, liebe Zuschauer, auf jeden Fall. Der Start war eher etwas überraschend. Ja, das stimmt. Wo man kurz dachte, das wird ein 5-6-0, aber danach kam nichts Großes mehr. Aber es ist immer, ja.